Hi Leute! Ja, wir haben uns länger nicht mehr gesehen und das tut mir sehr leid. Ich war sehr danieder. Ich kann immer nur danieder sagen, weil mir ging es anders. Ich habe alles Mögliche gehabt. Ich habe 3 Tage lang nur geschlafen, habe viele Medikamente bekommen, obwohl ich kein Fan davon bin, aber es war echt hart notwendig, weil es mir nicht gut ging. Und ich kann jetzt endlich sagen, mir geht's besser. Ich bin am besser werden. So, mein Mund tut einfach noch ein bisschen weh, weil er einfach komplett entzunden war, wegen meinen Weisheitszähnen. Und für dieses Video habe ich mir gedacht, ich habe noch ein bisschen Footage von mir und der Lilly, wo wir einkaufen waren beim IKEA. Und dann haben wir uns auch noch Dunkin' Donuts geholt. Wir werden Donuts testen together. Und dann habe ich mir noch ein paar Sachen bei IKEA natürlich gekauft, weil deswegen sind wir hingefahren. Und die packen wir jetzt gemeinsam aus. Und das ist 1:1 mit dem, dass auch meine Barstühle angekommen sind. Ja, Leute, meine Wohnung wird langsam. Also ja, starten wir mit dem Video. Let's have a taste test. Oh. Look at them. Oh my fucking gosh. Geil, Alter. Was war das jetzt nochmal? Das war Bovidl. Bovidl-Mohn. Nutella. Strawberry Cheesecake. Chocolate Sparkling. Monster. Sparkling. Monster und... Doppelkaramell. Ja, Doppelkaramell. Ich würde mich den gerade nicht fetzen. Nee, ich würde mit denen also. Das war mal eine tolle Idee, wieder mal das Donuts ja. Zu checken. Cheers. Oh shit. Wie war unser Shopping-Tag heute? War mal sehr erfolgreich, würde ich sagen. Die Mira hat gefühlt alle Polster bei IKEA gekauft. Und ja. Überzüge. Ich muss jetzt endlich zum Einrichten kommen. Du, oder? Ich, ja. Ich muss zum Einrichten. Ja, von dem Auto. Mhm. Mhm. Voll. Lilly ist auch dabei. Ja, Bovidl kann sagen. Ach, liebe Bovidl. Da ist der Donald. Die Farbe ist so pretty. Ein Swatch. Swatch. Make a switch. Swatch. Ja, wir waren heute in der SCS. Ja. Und Hotdogs obviously gegönnt. Fuck, ja, bestes. Mhm. Bestes Leben. Pizzatasche. Pizzatasche von IKEA ist jetzt wieder back ja. Auf meinem Level. Die waren zeitweise urschlecht. Und so ur. Ich hab's nie probiert. Das ist schon geil. Okay, muss ich ausprobieren. Was esse ich jetzt von der Hälfte? Ich glaube, ich beginne mal mit Strawberry so die Hälfte. Aber das ist auch nicht gefüllt. Was? Glaube ich. Doch, oh, doch. Look at this watch. Mm-hmm. It's such a beauty. Okay, richtig fake Strawberry. Girl. Geil. Leute, hättest du Bock, dass wir nach Graz von Lilly und ich und überall Donuts essen? Mira zeigt auf Miras Nacken. Ich fahr. Boah. Was ist da auch gefüllt? Nein, aber der ist so ur. Juicy. Boah, okay. Boah. Okay, ja. Ich nehme vielleicht noch 2 Bissen und dann kotze ich original. Ja. Nein. Wow. Ja, okay. Wow, das ist so juicy. Das ist so. Da sind Etagentücher. Ich hab eh noch irgendwas. Egal. Ich glaube, das ist noch Kokos. Ja, okay. Ein bisschen wie Bounty.
Ah, oh, diese Bounty-Kekse muss ich immer wieder checken. Mm, die sind so soft einfach. Die sind so geil. So wie, wie heißen diese Kokosbusse? Fix. Kokosbusse. Damn. Mhm. Ja, okay, jetzt geht's mir auch anders. Oh, mein Lippenstift. Oh, mein Gitarre wird auch geil. Ja, aber den kann ich, glaube ich, jetzt noch nicht. Den müssen wir auseinanderschneiden, das geht sonst nicht. Ja. Ja. Mhm. Das Schlachtfeld. Geil. Wow, we're back here again. Ich freue mich schon wieder, wenn ich Donuts essen kann. Ich bin mit dem Haul von Ikea. Let's start. Als erstes habe ich mir so Pölster geholt. Einfach stinknormale Pölster. Weil ja für die neuen Barhocker habe ich mir gedacht, damit es bequem wird und man einen netten Spielabend vielleicht auch machen kann drauf. Das mit dem Pölster zum Anlehnen. Das ist immer angenehm. Und zwar als erstes so einen Pölster. Warte, ich zeige es euch gleich mal so. Das ist so eine Farbe. Das ist auch gleich der Pölster, der neu ist. Urschön. Wirklich urschön. Schick und war auch echt, glaube ich, nicht so teuer. Also alle waren im Rahmen von 8 Euro, glaube ich. Als nächstes habe ich so ein Grün. Das habe ich mir gedacht, das passt dann gut zu dem Polster. Das sieht so aus. Das hat auch so ein bisschen am Rand so... Keine Ahnung. Es ist pretty. Und die Kombo. I mean, that's amazing. Dann habe ich noch andere zwei, die habe ich jetzt noch nicht so Polster, weil ich bin jetzt gerade auf den Trip so ein bisschen dunkler. Aber wenn ich mal ein bisschen so, I wanna feel a breeze auf Meer und Salz und das passt glaube ich auch gut in meiner Wohnung. Also ja, blau geht auch immer. Da habe ich auch zwei jeweils. Ja, macht nämlich immer mischt das, weil dann sieht es irgendwie ein bisschen funky aus und ja, mag sowas. Dann habe ich mir neue Feldfische gekauft. Das erste Mal zwei so Laken. Ich habe eigentlich gedacht, ich habe nur noch einen, weil ich habe gedacht, ich habe den einen zurückgegeben, weil er mir doch nicht so gefallen hat. Aber nein, mir hat beide genommen. Ja, zwei Bettlaken. In weiß, einfach nur weiß, weil man kann nie genug haben und ja. Und dann habe ich mir gedacht, Bettwäsche. Ich habe keine einfarbige Bettwäsche. Deswegen haben wir gedacht, wir nehmen eine weiße. Weil es sieht irgendwie schon schick aus. Ich habe das jetzt schon mit mehreren Leuten so auf Pinterest gesehen und so. Und ich finde das schon schön. Es hat was Edles. Ich habe echt so Blümchen, ich habe Pflanzen. Das sind auch Blumen, aber ja. So Rankpflanzen. Eine auch noch echt schöne, die ist einseitig einfärbt, wenn man auf der anderen Seite einfärbt. Aber ja, weiß ich etwas schon. Okay. Dann ziemlich unspektakulär für meine Kommode, was zu sortieren, so welche, keine Ahnung, ob man das erkennt. Ich habe mir einfach gedacht, man kann es eh gut schlichten, finde ich. Man kann es gut falten, dann ist es schon drin, dass man es gut sieht. Aber bei den ganzen Unterwäschendingern, so Unterhosen, BHs und dann noch Badesachen, das ist schon schwieriger, so schön zu falten, dass es so bleibt. Dann machen wir mal zu Kisten. Kann man es gut falten. Dann habe ich mir einen Spiegel, also so Aufblickspiegel gekauft. Das sind 4 Stück. Die habe ich mir fürs Vorzimmer gedacht, weil bei mir beim Bad ist eine Rigipswand. Und irgendwie ist da, glaube ich, Metall drin und ich habe da mal probiert reinzubauen und es war unmöglich. Und dann war eine Steckdose im Weg und ja, Miren bohren halt. Nein, Spaß. Ich habe mal gedacht, damit das unkomplizierter wird, picke ich es einfach auf und ja, schauen wir mal, ob das schön wird. Aber man kann es wieder runtergeben, wenn es nicht gefällt. Und so teuer waren die auch nicht. Es geht schon. Ja, machen wir noch was so ein bisschen unspektakuläres. Ich habe seit langem schon ein Bügeleisen. Ich bügele halt echt nie, obwohl ich eigentlich müsste. Und jetzt habe ich ein Bügelbrett. Ein Mini-Bügelbrett. Und das heißt, ich kann jetzt bügeln zu Hause. I'm gonna be soon a housewife. Trust me. Ein Mini-Bügelbrett. Ja. Dann habe ich noch ein paar Sachen für die Küche gekauft. Und zwar, oh mein Gott, ich habe diese Dinge gesehen und ich war einfach nur so, I love them, they're so beautiful und yeah. Und zwar diese Schalen. Die sind einfach so wunderschön. Da habe ich 4 Stück von denen, die anderen zwei sind schon benutzt, also deswegen sind sie jetzt nicht da.
und ich glaube, ich werde mir mehr kaufen. I don't know. Aber eigentlich brauche ich nicht. Aber ich weiß es noch nicht. Und dann so welche Tassen. Oh mein Gott, die passen dazu. Und passende Tassen. Ah! nein, oh mein Gott, ja. Ich finde die so schön. Und ich werde mir von denen mehr kaufen. Von denen habe ich nur zwei gekauft. Weil ich war so, ach, ich habe eh so viele Tassen. Aber so einheitliche Tassen sind halt schon... pretty. Ich habe schon länger wegen Untersetzern gesucht, weil dadurch, dass ich jetzt eine Echtholzplatte habe, habe ich gemacht, ich passe auf und damit ja keine Wasserflecken kommen, bla bla bla. Und habe mir eigentlich gedacht, ich will so Schieferplatten kaufen. Und dann irgendwie war ich dann so wirklich Schieferplatten, so das Schwarz passt schon dazu, aber ja. Und dann habe ich diese Korkendinger gesehen und ich war einfach nur so, wow, that's amazing. Und eine Kollegin hat mir auch noch gesagt, das ist gescheiter, weil dann verkratzt der Tisch nicht so. Und ja, ich habe es in groß und in klein, weil ich wusste nicht so, yo, was passt wo drauf. Nehmen wir es einfach beides. Ja, und zu guter Letzt habe ich mir von Ikea, ich weiß nicht, ich fand diesen Korb so urschön. Und er wird dort so als Obstding, so als Obstkorb dargestellt. Vielleicht nutze ich ihn auch so, ich weiß es noch nicht. Aber ich finde ihn schön und er wird auch gut in die Küche passen. Also wieso nicht? Ich habe einen Obstkorb, aber den kann man auch ersetzen. So, let's go und bauen wir meine Basis auf. Und dann können wir noch schöne Polster dekorieren drauf und ja, amazing. Ich hole jetzt schnell das Paket. Es sind eigentlich zwei von Leute, ihr könnt es euch gar nicht vorstellen, ich freue mich schon so sehr, wieder Sachen zu essen. Ich hatte schon Träume vor Essen. Also vor Essen. Ich hatte Träume von Essen einfach. Es ist so scheiße, wenn du nichts essen kannst und du willst was essen und. Ein paar Gespräche mit mir. Ich glaube, er ist gar nicht gewohnt, dass ich so viel zu Hause bin. Ich war jetzt etwa eine Woche im Krankenstand. Und ich glaube, er ist es auch schon satt, dass ich die ganze Zeit da bin. Er denkt sich so, oh, dann können die alle wieder hart mal weggehen, ich will meine Ruhe haben. Ich denke mir, ich will auch nicht die ganze Zeit da sein. Nein, ich will nicht die ganze Zeit zu Hause sein. Konnte ich was dagegen tun? Nein! Starting my life again. Ich hatte wieder ein paar Lichtblicke, wo ich mir gedacht habe, oh, Mira, faules Stück. Und ja, daran wird gearbeitet.
Positive Energy. Aber ich fand's so cute. Ich war letztens unter Leuten, das erste Mal wieder seit langem, und alle haben mir positiv zugesprochen. Musste die Videos schauen. Und, na, zu euch raus. Love you all. Dankeschön. Ich wertschätze das Ur, wenn man das sagt. Und ich sag's auch im Moment selber, dass ich es wertschätze, aber es ist wirklich so. Und mir macht's echt Spaß, zu filmen, zu schneiden. Und ich bin jetzt wieder mit Energie, ein bisschen mehr Energie. Werde mir ein paar Sachen ausdenken, was wir nicht nettes alles machen können. Ich bin motiviert. Die haben das irgendwie komisch gewählt. So, und das ist jetzt der fertige Tisch mit den fertigen Basteln zusammengebaut. Ich finde es einfach echt, echt schön und Boho-Feeling. Ja, das war's jetzt mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen und es tut mir manchmal sehr leid, dass letzte Woche keins gekommen ist. Ich werde kontinuierlicher jetzt was vorfilmen, damit ich immer was bereit habe, falls was sein sollte, weil, ja, das war echt doof von mir. Aber passiert. Und ja, ich freue mich arg, dass ihr wieder dabei wart. Schritt für Schritt wird meine Wohnung langsam. Wenn ihr Bock auf so mehr Home-DIY-Dinge habt, I'm up to it, you know. Backen tue ich auch wieder gerne. Und ja, ich habe euch echt ganz so lieb. Love you all, guys. Habt einen wundervollen Tag, Abend, egal was auch immer. Und ich freue mich schon wieder, wenn ihr das nächste Mal dabei seid.